Hallo und bei Anteil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. Worum geht es in dieser Folge? In dieser Folge geht es um diese Reifebeute von der Firma Landig und die möchte ich euch ganz gerne mal vorstellen und mal ausprobieren, ob das Dry Aging auch für zu Hause mit einem kleinen Geldbeutel funktioniert, denn normalerweise braucht man einen speziellen Reifenschrank. Diese Reifenschränke sind sehr teuer und in diesem Beutel soll das genauso gut funktionieren und darum geht es in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Was brauchen wir an Materialien? Wir brauchen eine hygienische Unterlage, hier in dem Fall ein Brett. Dann brauchen wir natürlich den Hauptdarsteller, einen frisch geschossenen Rehrücken bzw. den Rücken von einem frisch geschossenen Reh. In dem Fall ist das hier ein Bock gewesen und den brauchen wir. Dann brauchen wir die Reifebeutel und wir brauchen eine Säge und ein Vakuumiergerät. Das sind alle Dinge, die wir brauchen und eine Sache brauchen wir auch noch, und zwar so ein Rost. Das kommt hinterher in den Kühlschrank und sorgt dafür, dass eben der Rehrücken nicht irgendwie auf einer Oberfläche aufliegt, weil sonst dieser Dry-Aging-Prozess nicht funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, geht's los. Und jetzt nehmen wir den Rehrücken einmal kurz zur Seite und schauen einfach mal in die Verpackung rein. Ich habe das natürlich vorher schon getan. Machen die mal auf. Und da finden wir eben diese speziellen Beutel, die bestehen aus einer speziellen Membran, die eben Feuchtigkeit dosiert herauslässt, sodass eben dieser Rehrücken langsam reifen kann und eben das Ganze nicht vergammelt. Ja, würde man den Rehrücken so in den Kühlschrank legen, dann wird das Außen im Prinzip hart und dunkel und würde nach ein paar Tagen anfangen zu gammeln. Dann haben wir hier noch so einen Streifen, das ist ein sogenannter Strukturstreifen, weil die Beutel haben eben nicht diese Struktur. Und den geben wir gleich als Hilfe mit in unseren Vakuumbeutel rein, damit die Luft rausgesaugt werden kann. Ja, jetzt haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung. Da sind also alle wichtigen Hinweise drin. Und hier auch so eine Anleitung, nochmal ein Piktogramm. Und das Ganze werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Wir nehmen uns jetzt den Rehrücken vor, und zwar nicht den ganzen, sondern wir nehmen uns wirklich das absolute Sahnestück hier raus, also hier das den Hauptfiletteil aus dem Rücken, und wir werden ungefähr hier einen Schnitt machen. Dazu nehmen wir uns ein Messer, schneiden einmal hier an den Wirbeln entlang, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Rest aufzutrennen. Das kann man hier mit so einer Säge machen. So, jetzt haben wir hier einen sauberen Schnitt und jetzt kann man direkt auch mal was erkennen, und zwar kann man hier sehen, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hier oben ist quasi nochmal so eine Decke drauf, die besteht hauptsächlich aus Sehnen. Das Ganze würde man, wenn man den Rehrücken jetzt pariert, abmachen, das lassen wir aber drauf, weil es eben eine gute Schutzschicht darstellt. Ja? So, dann haben wir hier an der Seite noch ein kleines Problem, und zwar haben wir hier relativ spitze Knochen, die würden durch den Beutel durchstoßen, und da habe ich hier so eine Schere und hiermit schneiden wir jetzt die Knochenfragmente einmal ab, dass sie eben nicht mehr ganz so spitz sind. Jetzt schiebe ich vorsichtig den Rücken in meinen Beutel rein. Ich achte darauf, dass ich im Prinzip den oberen Teil einmal umkrempel, so dass er wirklich schön anliegt. Jetzt hole ich mir das hier zurück. Jetzt lege ich meinen Strukturstreifen ein. Also ich habe den Beutel jetzt gleichmäßig, den Rücken jetzt gleichmäßig in den Beutel gepackt. Und jetzt vakuumiere ich das. Jetzt ist das Ganze einmal vakuumiert. Jetzt steht in der Anleitung, dass ich eine sogenannte Sicherheitsschweißung machen soll. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen Strukturstreifen. Den soll ich jetzt einmal abtrennen. Das mache ich ganz vorsichtig. So, und jetzt nur den Beutel einmal auf die Schweißfläche legen.
einmal verschließen. Und noch einmal eine Schweißnaht darüber legen. So sieht jetzt mein fertiger Rehrücken auf in dem Vakuumbeutel. Der Vakuumbeutel, der liegt jetzt schön eng an oder schön dicht an dem Fleisch. Und jetzt soll das Ganze laut Anleitung für circa 2 Wochen, also beziehungsweise 2 Wochen wird bei Wild empfohlen. Man kann das vielleicht auch länger drin lassen. Wir werden uns das einfach mal angucken. Ja, soll das Ganze in den Kühlschrank und das Ganze auf einen Rost. Ihr seht das hier, es liegt auf einem Rost, dass eben die Luft dort ungehindert dran kann. Bei einer Temperatur zwischen 1 und 3 Grad. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das geht jetzt mal für 2 Wochen in den Kühlschrank. Und dann schauen wir einfach mal, was so nach 2 Wochen dort passiert ist. Dieser Rehrücken war jetzt 14 Tage in dem Dry-Aged-Beutel im Kühlschrank. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum der größer geworden ist. Der ist deshalb größer geworden, weil wir das erste Video gemacht haben. Wir haben den probiert und wir fanden es so sensationell. Und wir hatten erstmal keine Beilage. Es war ja nur ein Test. Und dieses Mal möchte ich euch natürlich diesen Rehrücken schön mit Beilagen präsentieren. Also der erste Versuch hat super funktioniert. Ich kann jetzt also schon mal sagen, diese Beutel lohnen sich. Sind sehr empfehlenswert. Und jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen weiter veredeln mit einer leckeren Soße und ein paar leckeren Beilagen. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr diesen Rehrücken vernünftig pariert. Also nicht wundern, es ist ein bisschen größer geworden, es ist ein ganzer Rehrücken und nicht nur ein Teilstück davon, aber ich verspreche euch, das wird wahnsinnig lecker. Das erste, was an dieser Stelle wichtig ist, ist der Geruch. Ja, also wir verlassen uns jetzt hier auf den Geruchssinn. Und einfach zu gucken, ob das Ganze funktioniert hat. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es riecht wie dry aged. Und es ist ein angenehmer Geruch, es riecht nicht muffig und damit ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Ganze funktioniert hat. Wir packen den jetzt aber weiter aus und dazu hole ich euch mal ein bisschen näher ans Brett ran. Ja, jetzt habe ich den Rücken hier und wichtig ist, dass wir den jetzt hier einmal aus der Folie rausholen. Die Eigenschaft, oder eine Eigenschaft dieses Vakuumbeutels, dieses Dry-Edge-Beutels, ist, dass sich das Ganze bündig an das Fleisch anschließt. Das heißt, man kriegt den nur relativ schwierig da runter. Aber das soll auch so sein. Und jetzt riechen wir nochmal. Also es sollte neutral riechen, es riecht neutral bis leicht nussig, also so wie Dry-Aged Fleisch riechen soll. Wer das von euch schon mal beim Rind probiert hat, der kennt das. Und jetzt lösen wir das Ganze aus, weil dieses Außen, diese äußere trockene Schicht, die muss runter. Es fühlt sich ganz lederig an, es ist trocken. Und wenn ihr jetzt mal hier genau hinguckt, dann ist der innere Kern wirklich perfekt. Seht ihr das? Das Fleisch ist im Gegensatz zu frischem Rehrücken ganz dunkel. Hat eine ganz tolle Konsistenz. Und auch hier nochmal vom Geruch her ein ganz angenehmer Fleischgeruch. Also wirklich kein Anzeichen von Verderbnis oder ähnlichem. Und jetzt parieren wir den Rücken und dann werden wir uns etwas Leckeres damit kochen. Ja, das sind die parierten Rückenstücke oder Rückenlachse oder Rückenfilets von dem Rehrücken. Es ist ein bisschen mehr Verschnitt, muss man sagen, aber das ist auch normal, weil wie gesagt die äußere Schicht trocken wird, aber man hat immer noch ein ordentliches Stück Rückenfilet auf dem Teller. Und jetzt werden wir uns da Strauß ein schönes Wildgericht zaubern mit einer leckeren Beilage. Das zeige ich euch nicht super ausführlich, so ein paar Ausschnitten und dann sehen wir uns gleich beim fertigen Tellerbild wieder.
zu Oberammer. Ist eine super Art, sein Fleisch zu veredeln. Das geht auch mit Keulen. Also, ich kann euch das Produkt nur empfehlen, diese Dry-Age-Beutel. Dry-Aging für zu Hause, ihr bekommt ein super tolles Aroma. Das ist eine tolle Form der Veredelung. Ihr müsst sehr hygienisch arbeiten, das ist ganz wichtig. Und ihr solltet es, wenn ihr es einmal bei euch zu Hause im Kühlschrank habt, dann wirklich 2 Wochen nicht mehr bewegen. Ich werde das Ganze jetzt auch irgendwann mal mit einer Rehkeule ausprobieren. Und von mir ganz klar einen Daumen hoch. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt werden wir gleich gemeinsam essen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Freundlichen Kommentar, vielleicht so ein Abo. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.